Hallo, heute will ich mal zeigen, wie man im VSDC-Editor Kameratracking macht. Das heißt, wir halten die Kamera auf ein Objekt drauf und dieses bleibt dann zum Beispiel in der Mitte des Bildes. Also die Kamera ist dann wirklich der Mittelpunkt und es gibt dazu in dem Sinne keine eigentliche Funktion. Ich habe das hier aber mal so ein bisschen nachgestellt. Das heißt, wir sehen ja, dass die Kamera hier nicht auf dem Ball drauf bleibt. Die Kamera, die ich hier gemalt habe, sind einfach nur zwei Vierecke und das habe ich auch selber hingemalt. Also das ist jetzt kein Filter oder kein Plugin oder irgendwas. Das soll einfach nur die Mitte des Bildes darstellen. Wir sehen, dass wir mit der Kamera jetzt nicht diesen Ball verfolgen. Das wollen wir aber mal tun. So. Dazu müssen wir erst einmal einen Moment auf dieses Video gehen. Dort klicken wir mal mit rechts drauf. Also ich zeige das mal ganz kurz. Ich schiebe mal das Ganze hier ein bisschen hinter, um das mal zu verdeutlichen. Also das eigentliche Video ist ja hier vorne jetzt, ne? Ohne irgendwas. Und jetzt kommt die Kamera. Das heißt, das habe ich hier alles selber gebastelt. Das könnt ihr aber auch weglassen. Wir gehen mal mit Rechtsklick auf dieses Video drauf. Machen Bewegungskarte erstellen. Das hatten wir ja auch alles schon mal gemacht. Und jetzt speichern wir das mal. Wir machen mal den Namen Kamera-Tracking zum Beispiel. Ihr könnt aber auch irgendeinen Namen nehmen oder lasst es einfach so, wie es ist. So, jetzt geht dann das Menü dazu auf und jetzt können wir im Prinzip einstellen, dass wir unseren Ball verfolgen oder auch irgendetwas anderes, je nachdem, was ihr eben machen wollt. Wir machen also dieses Viereck, also diesen Sucher, sage ich mal, über den Ball drüber und jetzt können wir hier schon, wenn wir auf Analyse starten gehen, die Analyse starten. Und schon sehen wir, wie der Tracking-Punkt eben bei dem Ball hinterhergeht und somit eben den Verlauf aufzeichnet des Balls. Es empfiehlt sich natürlich immer, was Deutliches zu nehmen. Der Ball hier bleibt immer im Bild, somit sollte es keine Probleme beim Tracking geben und somit gibt es auch keinen Tracking-Verlust an und für sich. Gut, da ist es komplett durchgegangen. Jetzt können wir auf Bearbeitung anwenden gehen. Jetzt speichern wir das Ganze nochmal ab und schon mit ist es im Programm hinterlegt. Jetzt gehen wir in unser Video rein, also in das eigentliche Video. Gehen hier mal auf Objekt hinzufügen, Bewegung, Bewegungskarte und hier fügen wir unsere Bewegungskarte, die wir gerade erstellt haben, hinzu. Also diesen Pfad, diesen Tracking-Pfad, den wir gerade erstellt haben. Das war der Kamera-Tracking, so haben wir das genannt. Und ja, wir schieben den mal noch ein bisschen zurecht. Je nachdem, ob ihr das aufs ganze Video anwenden wollt oder nicht, hat jetzt in dem Sinne aber keine Auswirkungen. Der Trick an der ganzen Sache ist jetzt, wenn wir auf diese Bewegungskarte draufgehen, dass wir jetzt hier mal bei Flugbahn umkehren draufgehen. Das heißt, wir kehren die Richtung um. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass es an und für sich keinen eigentlichen Filter gibt, diesen Ball jetzt zu verfolgen, also mit der Kamera drauf zu bleiben, also mit der Mitte des Bildes. Wir machen jetzt einfach nur nichts anderes, dass die Gegenrichtung des Balls, der ja links rausfällt, umgekehrt wird, indem wir die Kamera oder den Pfad umkehren und somit das Bild wieder nach rechts schieben. Und somit werden diese exakten Linien, die hier passieren, wieder umgekehrt, dadurch wir ganz einfach die Bewegungskarte umdrehen. Ist vielleicht nicht ganz so das sauberste Mittel, sage ich mal, aber an und für sich funktioniert es ja eigentlich. Das heißt, wir haben einfach nichts anderes gemacht, als dass unser Tracking-Punkt, der jetzt in der Mitte ist, einfach immer in der Mitte des Bildes ist. Weil wir ganz einfach der Ball da mit dem Bild links rausrutschen will, umgekehrt haben, dadurch wird die Bewegungslinie umgekehrt haben und somit simulieren wir einfach, dass das Video in dem Sinne immer mit dem Mittelpunkt hier in dem Ball, beim Ball liegt. Wie ihr vielleicht hier unten seht, rutscht das Video natürlich mal kurz nach oben raus. Das hat natürlich ganz einfach damit zu tun, würde der Ball jetzt noch weiter an den Rand rutschen, würde man natürlich noch mehr schwarzen Randes sehen. Das liegt ganz einfach dann daran, dass natürlich die Kamera irgendwann außer dem Bild rausgeht. Was man dann natürlich machen kann, was ihr ja hier schon seht, ist, dass ich das Bild einfach vergrößert habe, um den Fokus so nah ran zu zoomen, künstlich, damit wir eben links und rechts keinen Rand sehen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Das heißt, hätte ich die Originalgröße des Videos beibehalten, würde man links und rechts den Rand sehen. Logischerweise, weil ja das Video hin und her rutscht.
Dementsprechend rutscht das Video jetzt, ich sag mal, 100 Pixel hin und her. Müsste es natürlich auf der einen Seite 100 Pixel mindestens größer ziehen, einfach hier an den Dingern oder eben hier oben an euren Einstellungskoordinaten. Ja, und das war es eigentlich schon dazu gewesen. Wie gesagt, diesen Rand, diesen Kamerarand, das hat an und für sich nichts mit einer Kamera zu tun. Das habe ich nur hier mit ein paar Rechtecken selber gemacht, mit einem Kreis, mit einem Text. Also das hat eigentlich mit einem Kamerafilter nichts zu tun. Das ist nur mal so, um zu zeigen, dass das Ganze eben dann wirklich sich fokussiert auf den jeweiligen Tracking-Punkt, den wir eben haben wollen. Gut, ich hoffe nochmal, damit konnte ich weiterhelfen und ja, dann wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren.